Ein Spiel zum Genießen für beide Kontrahenten vor der Top-Kulisse von 7.500 Zuschauern am Familientag im Altenbauer Sportpark. Die Truppe von Sandro Wagner möchte im letzten Saisonmatch unbedingt noch mal was zeigen und sich auch für das 0:2 unter der Woche in Fürth rehabilitieren. Der Gast aus Rhein am Lech im Blau kann nach der Wahnsinnsenergieleistung in der Frühjahrsrunde, die ja im vorzeitigen Klassenerhalt gipfelte, völlig befreit aufspielen und so dürfte es eine abwechslungsreiche Partie werden. Tja, aber so war es dann leider vorerst nicht. Beide taten sich schwer, ein Spiel zu finden. Hier mal Max Lambi, vielversprechend, aber er wird wegen Abseits zurückgepfiffen. Rhein lauerte natürlich in erster Linie auf Konter und der Plan wäre in der 28. Minute fast aufgegangen, aber Fadel Mourou zögert alleine vor Fabian Scherger viel zu lange und verpasst dann den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss. 5 Minuten später dieser Versuch von Angelo Meyer, keine Ahnung, ob das Absicht war oder nicht, jedenfalls wäre der hinten reingefallen, Scherger aber aufmerksam. Danach aber dann nahmen die Hausherren schön langsam Schwung auf. Goalgetter Patrick Hopsch macht hier eigentlich alles richtig, aber letztlich noch ein Gästeakteur dran, deshalb drüber. Die folgende Ecke hat es aber in sich. Zwar wird sie zunächst abgewehrt, aber nicht weit genug. David Pissot elegant mit der Hacke. Hopsch scheitert an Johann Hipper, aber der Nachschuss von Manuel Stiefler sitzt. 1:0 für die Spielvereinigung nach 35 Minuten. Dies auch gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel knüpften beide dann an die gute Endphase des ersten Abschnitts an. Jonas Kreppmeier mit der Chance auf den Ausgleich, die Kugel verspringt aber beim Abschluss entscheidend. Auf der Gegenseite muss Christoph Ehlich dann eigentlich das 2:0 machen, Hipper zwar stark, aber das Ding muss drin sein. So blieb die Tür offen für die Gäste, Johannes Müller Schuss hier allerdings zu unplatziert. Doch in der Schlussviertelstunde war es dann quasi ein Spiel auf ein Tor, Dauerdruck der Gastgeber. Aber weder Simon Skalatidis, der an Hipper scheitert, noch Stiefler, der den folgenden Eckball drüber köpft, können für Nervenberuhigung sorgen. Das schaffte dann auch der eingewechselte Sandro Porta nicht, der 2-3 Mal die endgültige Entscheidung liegen ließ. Wie erwähnt, Hipper schon mit einem Sahnetag, aber Haching einfach auch zu abschlussschwach. Erst in der 90. Minute war dann endgültig der Deckel drauf. Daniel Hausmann läuft auf Hipper zu, der wieder Kopf und Kragen riskiert. Der Ball springt aber in dem Fall rüber zu Hopsch, der da steht, wo ein Goalgetter eben stehen muss. Saisontor Nummer 28 für ihn zum 2:0 Endstand. Das Spiel war heute passend zu dem ganzen Tag. Wir hatten ein super Rahmenprogramm, für die Kinder war was geboten. Der Familientag ist, glaube ich, rund heute mit unserem Sieg. Fühlt sich zumindest so an. Erste Halbzeit haben wir schon gemerkt, dass wir den Gegner gut im Griff gehabt hatten. Und zweite Halbzeit haben wir es versäumt, eigentlich schneller den Deckel drauf zu machen. Das müssen wir uns ein bisschen ankreiden. Ja, für uns war das heute ein Spitzenspiel. Wir haben in der Frühjahrsrunde genauso viele Punkte geholt wie unter Haching, 25 aus 15 Spielen. Ja. Und deswegen haben wir uns heute schon was ausgerechnet hier. Haben aber dann vor dieser tollen Kulisse leider das nicht geschafft, ja, unsere überragende Frühjahrsrunde hier mit einem Punktgewinn zu krönen. Perfekter Saisonabschluss also für den Drittliga-Absteiger vor einer traumhaften Kulisse und den TSV Rhein am Lech kann spätestens seit dem Klassenerhalt sowieso nichts mehr erschüttern.